Also, das war mein Jahresrückblick 2022. Fast 2 Stunden lang. Ich wusste, dass es lang wird, aber es ist halt auch einfach kein normales Jahr gewesen. Und jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. Was also ist die Quintessenz des Ganzen? Ich würde sagen, wir machen das mal auf drei Ebenen. Fangen wir mal an mit dem Privaten. Die Quintessenz ist vor allem, dass man sich selbst Schwächen eingestehen sollte, dass man wissen soll, wann man was kann, wann man was nicht kann, dass man auf Leute hören soll und dass es okay ist, schwach zu sein. Dass es okay ist, zu weinen, dass es okay ist, depressive Phasen zu haben. Dass es einfach okay ist, Mensch zu sein. So platitüdemäßig, wie sich das auch anhören mag, aber das ist für mich das Wichtigste. Du kannst nur dann mit dir und mit den Menschen um dich herum zufrieden sein, diese lieben, diese als freundschaftlich bezeichnen, wenn du mit diesen, aber vor allem mit dir selbst im Reinen bist. Wenn du meinst, so wie ich es dieses Jahr habe versucht machen zu wollen, etwas zu schauspielern, eine Rolle zu spielen, für andere Menschen so stark zu sein, für einen selbst so stark zu sein, dass man sich am Ende selbst nicht wiederfindet, dann ist es das nicht wert. Wenn man der Meinung ist, dass man etwas macht, um anderen Menschen zu gefallen, ist das auch nicht wert. Wenn man der Meinung ist, dass man etwas macht, damit es so ist, wie es immer war, ist es das auch nicht wert. Entscheidend ist einfach das, dass man versucht, wenn es einem nicht gut geht, dass man alles rausnimmt, was Gift für einen ist. Menschen, die Gift für einen sind, Situationen, die Gift für einen sind und vielleicht sogar auch komplette Umstände, die Gift für einen sind. Dass man versucht, Drucksituationen zu entschlacken. Dass man versucht, das Schöne im Leben zu sehen. Und vor allem ist die Quintessenz im Privaten das, was ich in diesem Talk schon gesagt habe. Nämlich, nur wenn wir die Dunkelheit kennen, sehen wir das wahrhafte Licht im Leben. Nur dann, wenn wir wirklich wissen, wie beschissen es sein kann, nehmen wir diese Welt so wunderschön wahr. So wunderschön wahr. Muss aufpassen, dass ich jetzt nicht weine. Und das meine ich fucking ernst. Ich habe das schlimmste Loch meines Lebens in diesem Jahr erlebt. Ich habe es durchgestanden. Aber es ist trotzdem noch in mir drin. Für mich ist jeder Tag ein Kampf. Es gibt so oft Situationen, wo ich todtraurig bin. Wo ich aufwache und einfach traurig bin. Und teilweise ist es auch so bei den Träumen letzter Zeit. Die Träume sind teilweise sehr nachdenklich, sie sind ernst, sie sind nicht immer lustig und das macht es halt nicht einfacher. Das heißt, das Unterbewusstsein, was in diesem Jahr so oft eine Rolle gespielt hat, weil ich oft gesagt habe, ich kann da nichts für. Es ist nicht so, dass ich traurig sein möchte. Es ist nicht so, dass ich die Welt gerade so negativ wahrnehmen möchte, aber das Unterbewusstsein ist es. Ich möchte mein Unterbewusstsein abstellen, aber es hat nicht funktioniert. Von daher war die Recovery das einzig Richtige. Zu dem zurückzukommen, was einen selbst ausmacht. Was einem im Leben das Wichtigste ist. Die Menschen um einen herum, die Gesundheit und das Miteinander. Für andere Menschen da zu sein, empathisch zu sein, aber eben auch sich selbst wahrzunehmen und auch Zeit für sich selbst zu haben. Sich nicht für andere aufopfern zu wollen und sich nicht in dem Sinne für andere verbiegen zu wollen, sondern einfach der zu sein, der man immer ist, im Positiven und im Negativen. Der Tobias Wolfram Norbertus Pütter zu sein und eben nicht Quatschfabrik. Nicht Karls Poly U. Nicht irgendjemand, den man glaubt, im Internet kennen zu wollen. Ich möchte mich im Internet nicht verstellen. Das war nie mein Bestreben. Aber wenn ich in der Zeit, in der ich schlecht dran gewesen bin, hättest meinen Content machen wollen, dann hätte ich mich verstellen müssen. Vielleicht ist es das, warum ich am Ende gesagt habe, dass ich meinen Content pausiere, weil ich Angst hatte davor, nicht mehr ich zu sein. Und dennoch war ich hinterher nicht mehr ich. Aber ich glaube, die Recovery und vor allem die Menschen, mit denen ich dieses Jahr zu tun gehabt habe, im Privaten, im Beruflichen, aber eben auch
im Internetkram, die haben mir für mich als Persönlichkeit sehr viel Support geliefert. Die haben mir Liebe geliefert. Die haben mir Halt gegeben an den Tagen, in den Wochen, in den Monaten, als ich derjenige bin, der ja eigentlich immer für andere da ist, sowas wie der Ankerpunkt für viele, höre ich immer wieder. Tobi, du bist doch derjenige, der auf die Leute zugeht. Du bist doch derjenige, der für jeden ein offenes Ohr hat. Du bist doch derjenige, der irgendwie sich die Emotionen, die Gefühle, die Probleme, die Sorgen anderer Menschen anhört. Ja, aber genau der zu sein, ist manchmal nicht einfach. Manchmal ist es einfacher zu sein, ein Arschloch zu sein. Manchmal ist es einfacher, einfach jemand zu sein, der denkt, I don't give a fuck, ich denke nur an mich. Aber das bin ich nun mal nicht. Und das habe ich gerade durch die Recovery immer mehr gelernt. Ich bin Tobias Wolfram, der Bo Norbertus Pütter, auch wenn ich gerade stottere, weil mich das gerade wieder emotional sehr mitnimmt. Ich bin es, kein anderer. Und jeder, der mit mir zu tun hat, der weiß, auf was er sich einlässt. Ich bin nicht einfach, aber ich bin nun mal so, wie ich bin. Ich bin der loyalste, der liebste Mensch auf Erden, aber ich bin auch der direkteste und der härteste Mensch auf Erden, wenn es darum geht, dass ich in irgendeiner Form Ungerechtigkeit oder in gewisser Weise Unmenschlichkeit empfinde. Nicht auf mich vielleicht bezogen, aber auf andere Menschen. Dann bin ich nicht mehr der total Nette. Dann kann ich aus der Haut fahren. Dann werde ich richtig fies und richtig direkt. Weil ich so etwas nicht abkann. Weil es etwas gibt im Leben, was ich nicht abkann. Und das ist Disharmonie. Und als meine Freundin sich von mir getrennt hat, beziehungsweise die Zeit, als wir keinen Kontakt mehr hatten, als es von 100% auf 0% ging, hatte ich das Gefühl, geghostet worden zu sein. Und dieses Gefühl ist für mich das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich finde es okay, wenn man sagt, du bist ein Arsch. Ich finde es okay, wenn man sagt, mit dir komme ich nicht klar. Ich finde es okay, wenn man sagt, irgendwie, aus den Gründen will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber ich möchte ganz einfach nicht wie ein Geist behandelt werden. Und das Problem, was ich heutzutage sehe und was in diesem Jahr so oft auch gerade im Internetkram mir bewusst geworden ist, ist, es ist so einfach, Leute aus seinem Leben zu werfen, wirklich zu löschen. Diesen Spruch, lösch dich, habe ich dieses Jahr definitiv so in gewisser Weise selbst erfahren. Ich wurde gelöscht. Und das ist ein verdammt hartes Gefühl. Und ich habe das auch gemacht, weil ich es versprochen habe, aber ich habe es rückgängig gemacht, weil ich das nicht kann. Ich kann keine Menschen aus meinem Leben entfernen. Ja, ich kann die von mir von der Battle.net-Liste schmeißen, vom Discord-Server schmeißen, aber wenn es Menschen sind, die ich über Tage, Wochen, Monate, Jahre kenne, dann kann ich mal auf die sauer sein. Ich kann die von mir aus auch mal irgendwie richtig. Ich kann mich von mir aus mit dem mal richtig fetzen. Aber so richtig böse sein kann ich nicht. Ich bin kein Mensch, der Disharmonie lebt. Ich bin kein Mensch, der mit sowas klarkommt. Für mich war es das Schlimmste, als meine Oma noch gelebt hat und als ich mit meiner Oma noch in dem Sinne Kontakt hatte und sie wortwörtlich teilweise die Türen geschlossen hat. Dieses Gefühl ist für mich, als würde man mich durchbohren. Das tut mir innerlich so unglaublich weh. Und egal, was ich falsch gemacht habe in diesem Jahr, und ich habe ganz viel falsch gemacht, das möchte ich nicht nochmal erfahren müssen. Neben den Angstzuständen, neben den Panikattacken, neben dieser depressiven Phase, war es das, was mich dieses Jahr extrem fertig gemacht hat. Das Gefühl, du wurdest deleted. Ob es gerechtfertigt ist oder nicht, muss jeder für sich entscheiden. Ob es gut ist, wenn man den Discord-Server verlässt, weil man sich denkt, der Typ schreibt zu viel, der Typ redet zu viel, muss jeder für sich entscheiden. Auch ich habe Leute von meiner Liste geschmissen. Auch ich habe Leute von meinem Discord-Server geschmissen. Aber ich habe es gemacht, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht anders konnte. All das hat mich zu sehr belastet. Und von daher ist meine Quintessenz im Privaten, der zu sein, der ich bin. Mich nicht zu verstellen, in keinster Weise. Einfach der zu sein, der ich bin. Der 36 Jahre alte,
in der Nähe von Köln wohnhaftige, so nach dem Motto, Content Creator, Podcaster im Hobbybereich, der Gladbach-Fan und der zwei Berufe hat, die er extrem liebt und der auch extrem tolle Menschen um sich herum hat. Der zu sein, mit allen Höhen, mit allen Tiefen, mit allen positiven Aspekten, mit allen negativen Aspekten. Das ist meine Quintessenz und das will ich nächstes Jahr mindestens so weit so beibehalten. Das ist mein Ziel. Ich möchte nie wieder mich fragen müssen, wer ich bin. Sondern ich möchte immer von vornherein wissen, ich bin Wolfram Norbertus Pütter. Also Tobias Wolfram Norbertus Pütter. So, da kommen wir auf den zweiten Aspekt, die zweite Ebene, wenn man so möchte. Beruflich. Beruflich war es dieses Jahr sehr schön. Nächstes Jahr ist es sehr fragwürdig. Also nicht fragwürdig, aber fraglich. Aber sonst darf ich da leider nicht viel mehr zu sagen. Und jetzt kommen wir auf die Content Creation zu sprechen. Ohne diese Content Creation im letzten halben Jahr weiß ich nicht, was ich gemacht hätte. Ich bleibe dabei. Ich glaube, ich wäre, glaube ich, abgestürzt. Ich hätte, glaube ich, wirklich die Freude in meinem privaten Umfeld, also in meinem Privatleben, so nicht mehr spüren können. Von daher sage ich es, wie es ist und werde so laut, wie ich nur laut werden kann. Ich bedanke mich bei all diesen Menschen, die mich dieses Jahr so unterstützt haben. Ich habe zwei Talks dazu aufgenommen, ich habe tausende Talks dazu aufgenommen, aber ich sage es vor allem in dem letzten Talk im Jahr 2022 noch einmal. Ich bedanke mich bei all den Menschen, die mich gefragt haben, Tobi, wie geht es dir? Tobi, wie fühlst du dich? Tobi, wann kommst du zurück? Tobi, was machst du? Tobi, wie geht's deinem privaten Umfeld? Wann kommst du zurück zu WoW? Wann kommst du zurück zu Classic? Wann machst du das? Die sich um mich gekümmert haben. Die Menschen, für die ich immer versucht habe, da zu sein, die waren vor allem in diesem Jahr für mich da. Die Menschen, die sonst in meinen Streams als Moderatoren da waren, die haben vor allem in der Zeit, in der ich nur im Discord war, haben die mich motiviert. Die haben mich dazu gebracht, dass ich nicht aufgebe. Obwohl ich traurig as fuck war, obwohl ich das hätte alles aufgeben wollen. Ich war kurz davor, dieses Jahr alles zu beenden. Ich war so todtraurig wie noch nie zuvor. Ich mache diesen Internetkram jetzt seit Jahren, aber so todtraurig war ich noch nie. Und die haben trotzdem was gepostet. Sie haben geschrieben. Sie haben mit mir geschrieben. Sie haben mit mir sich unterhalten. Sie haben mir Tipps gegeben. Sie haben mich so supportet, wie man nur supporten kann. Und sie haben mir Halt gegeben. Und all diese Menschen, und von mir aus auch die Leute, die vom Discord gegangen sind, die Leute, die aus der Community gegangen sind, in Retail, in Classic, die, weiß ich nicht, die gedacht haben, der Typ, der geht nicht, whatever. Aber all diese Menschen, die im Internetkram dieses Jahr zu mir gestanden haben, bei denen bedanke ich mich zutiefst. Ich möchte explizit keinen Namen nennen, weil irgendeinen werde ich wieder vergessen. Ich sage einfach, ihr wisst, ob ihr für mich da wart oder nicht. Und ihr wisst, ob ich sonst für euch da bin oder nicht. Und ich bin einfach nur unglaublich glücklich darüber, dass es Quatschery gibt. Ich bin glücklich darüber, dass ich ein Rebranding durchgeführt habe. Ich bin glücklich darüber, dass ich gesagt habe, scheiß auf das, was geplant war. Du hast in Retail versagt. Das ist alles dahin. Aber guck dir Classic an. Versuche es vielleicht nochmal in anderer Form aufzubauen. Neue Leute kennenzulernen. Darüber bin ich glücklich. Denn das ist die Content Creation, die ich mir immer vorstelle. Für andere Menschen da zu sein und denen eine gute Zeit irgendwie zu bieten. Ob es 10 Folgen sind, 10 Follower sind oder also 10 Aufrufe sind auf dem YouTube-Video, ob es 5 Leute sind, die sich das auf iTunes, Spotify anhören, keine Ahnung. Ja, ich habe die Zahlen, aber das ist mir, Zahlen sind für mich wie Schall und Rauch. Die sind mir egal. Es geht mir um die Menschen dahinter. Das ist der Grund, warum ich in jedem Projekt sage, sag mir mal deinen RL-Namen. Als wir diesen In-Game-Channel hatten oder auch weiterhin haben, eben in Classic, habe ich Leute angeschrieben, ja, hi, du bist jetzt in der Community, kannst du mir mal deinen RL-Namen sagen? Ich schreibe dich in die Gruppe, also sprich in dieses Google-Document. Und da kam mir nur so eine Frage, wofür braucht man das? Und ich habe einfach nur geantwortet, weil es so einfach persönlicher ist. Weil es nicht um diese Charaktere geht, es geht um die Menschen dahinter. Es geht um die Menschen, die dir teilweise auf den Sack gehen. Die Menschen, die dich zum absoluten, totalen Kaputtlachen bringen.
Aber auch die Menschen, die dir eben auch mal eins reinwürgen können. Die Menschen, die dir eine Scheißzeit bereiten können. Aber es sind nun mal alles Menschen. Alles Menschen, die eigene private Probleme haben, die eigene private Erfahrung gemacht haben und die das natürlich auch von dem RL mit ins, ich sag mal, Digitale mit reinschleppen. Diese Menschen, mit denen hat man zu tun. Und diese kennenzulernen, das tut mir gut. Und manchmal ist es so, dass Leute merken, die reden mit mir, die schreiben mit mir, die sind sofort so, boah, der redet viel zu viel, der schreibt viel zu viel, der ist mir viel zu drüber, da habe ich keinen Bock drauf, die gehen einfach wieder. Dann ist es halt so. Aber die Menschen, und es gibt wirklich viele davon, die mich auch Jahre danach, egal was war, egal ob man sich mal gefetzt hat, egal ob man mal wirklich im Streit auseinandergegangen ist oder was auch immer, die trotzdem in die Streams reingucken, die trotzdem irgendwie mich mal wieder anschreiben, wie geht's dir und so, die vielleicht im nächsten Spiel wie Diablo 4 mal wieder vorbeischauen und so, diese Menschen, die haben mir dieses Jahr so Rückhalt gegeben. Und bei diesen bedanke ich mich so sehr. Und ihr wisst ganz genau, wer gemeint ist. Und vor allem meine Moderatoren im Discord, im Stream, die Menschen, mit denen ich halt vor allem viel telefoniert habe, mit denen ich viel im Discord war, mit denen ich viel geschrieben habe, auf Signal, auf WhatsApp. Ihr wisst es alle. Ihr wisst, was dieses Jahr war. Und ihr wisst, wie sehr ich euch dankbar bin. Gestern war es ein 25 € Amazon-Gutschein. Das ist aber nur ein Symbol dafür. Es geht nur darum, etwas wiederzugeben, etwas als Geschenk zu geben. In der Adventszeit, in der Vorweihnachtszeit einfach nochmal Danke sagen zu können. Aber das, was so ein was so ein Amazon-Gutschein aussagt, das kann ich nicht wirklich ausdrücken. Denn diese Dankbarkeit, die ich dieses Jahr empfunden habe, das ist was ganz Besonderes. Und deswegen habe ich mich in jedem Talk letzte Zeit nur bedankt. Immer wieder und immer wieder. Und gefühlt werde ich mich auch im nächsten Jahr nur bedanken. Weil es etwas ist, was mich dieses Jahr definitiv davor gerettet hat. Ich sage ganz klar, gerettet hat, dass das Leben nicht schlimmer wurde. Ja, ich habe mich von mir aus selbst rausgekämpft. Aber ich habe eben auch sehr viel Rückhalt gehabt. Und eben auch im Internetbereich. Und dafür bin ich zutiefst dankbar und kann einfach nur sagen, I love you all. Und jetzt die Frage, wie wird 2023, Tobi? Geht es mit Classic weiter? Stand jetzt auf jeden Fall. Ich bin mega gehypt. Ich möchte auf Discipline Priest rerollen. Aber an sich ist es mir egal. Ich möchte einfach, dass wir weiterhin einmal die Woche raiden. Was mit Retail ist, weiß ich nicht. Mir macht M Plus Spaß. Ob ich da auch einmal die Woche raiden möchte, weiß ich auch noch nicht. Was ich auf jeden Fall möchte, ist nächstes Jahr Diablo 4 genießen. Mein Content wird auf Diablo 4 ausgelegt sein. Wie es genau wird, weiß ich noch nicht. Es wird noch andere neue Formate geben. Die habe ich schon vor ein paar Monaten angekündigt. Sowas wie zum Beispiel ein neues Talk-Format über meine absoluten Lieblings-Songs und warum das so ist. Ich habe schon vor Wochen mit diesem Jahr, was die Concreation anbelangt, eigentlich abgeschlossen. Ich wollte noch den Adventskalender machen und den Weihnachtsstream. Und sonst wollte ich streamen, wenn es gerade gut geht, und sonst irgendwie posten, was gerade geht. Aber wirklich im Kopf im Jahr 2022 bin ich schon lange nicht mehr. Ich bin schon lange in 2023. Ich überlege mir schon lange, was ich machen kann. Aber auch da ist vieles erst am Horizont. Da muss man erstmal abwarten. Aber Fakt ist nun mal, dass ich im nächsten Jahr größer werden möchte. Ich weiß, dass das alles hobbymäßig ist und ich weiß, dass es absolut total bescheuert ist, da im Größen drüber nachzudenken. Aber ich glaube, dass Diablo 4 etwas werden kann, was mich so begeistert, dass ich gefühlt jede Woche und jeden Tag und jede Sekunde, jede Minute, jede Sekunde darüber sprechen möchte, darüber schreiben möchte. Und ich glaube, das werde ich machen. Ich glaube, das ist das erste Spiel seit World of Warcraft und seit Diablo 3, was mich wirklich dazu bringt, zu sagen, ich möchte da mal all in gehen. In Wilson habe ich mich nicht getraut. In Wilson war es mir alles zu klein. Aber Diablo 4 könnte das erste Spiel sein, dass ich sage, ich streame nur noch Diablo 4. Ich gehe noch nach Diablo 4. Wir werden es sehen. Aber 2023 soll meine Concreation so weiterlaufen. Es soll so klappen, wie es die letzten, sag ich mal, 6 Monate geklappt hat. Und es wird sehr viel Content kommen. Und ich hoffe, ihr werdet mich auch weiterhin dabei unterstützen und weiterhin dabei sein. Ob in WoW Classic, ob in WoW Retail, ob in Diablo 4 und wo auch immer. Und das Ganze gilt natürlich vor allem auch in Bezug auf
den Instagram an sich. TikTok macht Spaß, Instagram macht Spaß, Twitter macht Spaß. Gut, Twitter nicht mehr so wirklich wegen den Masks, aber ihr wisst, wie ich es meine. Und vor allem Discord. Rechnet damit, dass nächstes Jahr Quatschfabrik ein neues Logo bekommt. Ich denke mal, Nyx wird da bald mit durch sein. Rechnet damit, dass Quatschfabrik irgendwie, dass der Discord-Server vielleicht noch wieder anders aussehen wird. Ihr wisst, Stillstand gibt es für mich nicht. Stillstand ist für mich das absolut Schlimmste. Und von daher, 2023 ist ein riesiges Fragezeichen, was die Content Creation anbelangt. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, dass es gut wird. Und zum Ende hin, bevor ich es jetzt hier wirklich beende und die letzten paar Wörter dieses Jahr dann irgendwie zum Abschluss bringen, auch beruflich und privat weiß ich nicht, was nächstes Jahr wird. Ich weiß es wirklich nicht. Es ist keine Lüge. Ich weiß es wirklich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich hier noch wohnen bleibe und ich weiß nicht, wo und wie ich arbeiten werde. Ich weiß aber, dass ich keine Angst habe. Ich weiß, dass ich Respekt habe, sehr viel Respekt, aber ich weiß, dass ich keine Angst habe. Weil dieses Jahr, da hätte ich Angst haben können. Da hätte ich Angst haben müssen. Und ich hatte sie auch teilweise. Ich habe es gesagt, ich hatte sie auf ein Game bezogen, aber ich hatte sie vor allem auch im Hinblick auf das Zwischenmenschliche. Vielleicht nicht im Privaten, vielleicht nicht im Beruflichen, aber in diesem Internetkram. Kosmos, wenn man so möchte. Und von daher ist mein Ausblick auf 2023, dass ich es einfach so angehe, wie Quatschfabrik nun mal gedacht ist. Nämlich, es ist nicht entscheidend, was ist, was A. Es ist nicht entscheidend, was ist, was war, sondern einzig, was sein wird. Und keiner kennt die Zukunft. Und als dritten Slogan, den werde ich jetzt mit reinnehmen für nächstes Jahr, weil ich den einfach gut finde, nur wenn wir die Dunkelheit kennen, sehen wir das wahrhafte Licht im Leben. Und ich glaube, das ist wirklich etwas. Diese drei Punkte werden 2023 für mich ausmachen. Privat, beruflich und Content Creation wise. Nur wenn wir mal wirklich negative, traurige, depressive, melancholische, heftige Momente durchlebt haben, nehmen wir die Gegenwart und vor allem die Zukunft ganz anders wahr. Und ich möchte, dass die Zukunft, die baldige Zukunft, die mittelfristige Zukunft und natürlich auch die langfristige Zukunft positiv ausfallen wird. Aber wie es wird, weiß keiner. Und das ist gut so. Ich wünsche euch noch einmal danke für alles und ich wünsche euch jetzt noch schöne Tage, eine gute Woche bis Weihnachten, ganz tolle Weihnachtstage, kommt zur Ruhe, denkt hier an das, was hier steht. Dieser Adventskalender ist nicht umsonst genauso gedacht. Diese Farbgebung, diese Texte. Es soll positiv sein, es soll positiv klingen, es soll spaßig klingen, aber es ist eben auch in gewisser Weise ernst und es steckt sehr viel Nachgedachtes drin. Es ist eben nicht 0815, sondern es ist aus meinem Herzen geschrieben. Und denkt daran, dass wenn Weihnachten ist, denkt daran, was für wichtige Menschen ihr um euch herum habt. Nehmt diese wahr. Nehmt all das wahr, was ihr vielleicht sonst als, vielleicht sogar als normal, als selbstverständlich erachten würdet. Nehmt es wahr und genießt es. Weil glaubt mir, und das ist mir in diesem Jahr mehr als bewusst geworden, es kann alles ganz anders kommen. Und das Leben kann sich von jetzt auf gleich so ändern. Und du stehst da und du hast das Gefühl, dir wird einfach der Teppich unter deinen Füßen weggezogen. Und von daher, ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit, ganz tolle, ruhige, besinnliche und wirklich einfach nur schöne Tage. Und ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch ins Jahr 2023. Kommt gut rein. Freut euch auf 2023. Nicht nur was die Content Creation anbelangt, sondern einfach auch was euch anbelangt. Freut euch darauf. Freut euch wieder auf die Urlaube, die ihr machen wollt. Freut euch, keine Ahnung, auf die Events, die irgendwie vielleicht irgendwie, denen ihr beiwohnen wollt, irgendwelche Musikevents oder was auch immer. Freut euch einfach. Diese Ziele, dieses etwas zu haben, worauf man sich freut, in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, das ist etwas, was mir immer so wichtig erscheint. Und ich hatte so Angst, vielleicht nicht Angst, aber ich hatte Respekt vor den letzten Wochen. Ich wusste, dass diese Vorweihnachtszeit nicht einfach wird. Das habe ich vor Wochen schon gesagt. Und dennoch habe ich gerade durch meine Content Creation so ein bisschen diese Ruhe und diese Besinnlichkeit und letztlich irgendwie auch diese Zufriedenheit, diese Selbstzufriedenheit gefunden.
Das heißt nicht, dass ich nie traurig bin, ganz im Gegenteil. Das heißt nicht, dass ich immer nur zufrieden bin und dass ich immer total ausgeglichen bin. Ganz im Gegenteil. Ich bin sehr aufbrausend, teilweise sehr ungeduldig. Aber ich sage einfach nur, freut euch auf 2023 und nehmt es bis dahin, das nächste Jahr, aber auch die Tage bis dahin, auf jeden Fall richtig wahr und genießt sie. Wir sehen uns wahrscheinlich am 6. Januar wieder. Und ich freue mich schon sehr drauf. Ihr werdet mich noch ein bisschen jetzt auf Discord zu lesen bekommen, weil da poste ich ja immer was. Auf Instagram und TikTok vielleicht auch noch ein bisschen, auf Twitter. Aber ja, das war der letzte Talk in diesem Jahr. Ich glaube, es ist das 165. Video in diesem Jahr bei viermonatiger Pause. Es ist unfassbar, dass ich an Content in den letzten 6 Monaten aufgenommen habe. Und ich möchte einfach so weitermachen, wie es dieses Jahr, also wie es dieses Jahr zu Ende gegangen ist. Und ihr merkt, ich kann jetzt nicht mehr reden. Ich bin jetzt auch durch. Es hat emotional mich wieder sehr mitgenommen, der gesamte Talk. Und zum Ende hin, auch wenn ich weiß, dass sie es sich nicht anhören wird, ich bedanke mich vor allem bei Vivi für alles. Macht es gut. Bis 2023. Mit mir, Quatschfabrik, Tobias, Wolfram, Norbertus, Hütter, Witzikowski.